Hey ho und willkommen zu einer weiteren und abschließenden Bonusfolge. Die Helden gegen Deus Reloaded. Ohne großartige Unterstützung. Ich habe auch alle meine tollen Accessoires abgelegt. Mag also keine Speedshoes mehr, kein irgendwas. Also auch keine Power Magics oder sonstige Dinge. Dafür habe ich mir Chuchu mit ins Boot geholt. Weil Chuchu habe ich Doping ohne Ende gegeben, was jetzt anscheinend aber nicht so wirklich viel ausmacht. Nein, ich wollte noch Booster benutzen, ne? Zumindest etwas, weil ich gar auch keine Speedschuhe mehr anhabe. Ja, Deus hat in dieser Phase Kamehameha! Deus hat in dieser Phase 70.000 Lebenspunkte und einen Arsch voll Fähigkeiten. Und genau die hasse ich. Mal sehen, ob mein Treibstoff überhaupt hilft. Aber ich habe hier nicht die Ambition, ihn umzunatzen. Dazu müsste ich dann wohl doch auf Power Magics und so weiter zurückgreifen. Ich persönlich möchte schlicht und ergreifend durchhalten, bis Deus seine ultimative Fähigkeit einsetzt und mich damit kaputt macht. Mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht noch... Wo ist mein Cursor? Ach, da. Ich sollte mich vielleicht noch stärken mit den Charakteren, wo es geht. Wäre mal eine interessante Taktik, das zu versuchen. Ja, ansonsten, für die letzte Folge hatte ich umgerechnet 4 Stunden gebraucht. Mein Gott, ich habe den ganzen Abend da gesessen, nichts anderes gemacht. Leider Gottes kann Chuchu kein Booster, aber Chuchu kann mit seiner Arschbombe vielleicht doch was machen. Oh, zumindest ein bisschen Schaden. Ich hatte gehofft, dass es mehr ist. Gucken wir mal, was der gute Billy. Der gute Rico mit seinem geflügelten Kopf kann. Oh, immer mit dem Kopf durch die Wand, obwohl... Oh, er kann... Cosmic Crusher, das kenne ich noch nicht, glaube ich. Wie gesagt, er hat einen Arsch voll Fähigkeiten. Ich habe selber noch... Die habe ich noch nie gesehen. Ansonsten scheint mir sein KI-Skript so zu sein, dass wenn Deus so um die 35.000... Verdammt, war das stark. Lebenspunkte hat. Dass er dann seine beiden Engel-Spielzeugfiguren von Mattel, die er in der Hand trägt, doch, mit ihm hatte ich die stärkere Verstärkung benutzt, das Yamiga. Sehr gut. Ja, er kann sich heilen. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Steel Metal, also Rapid Shot. Wenn er kann seine Verstärkung gar nicht? Das ist aber scheiße. Ach ja, dann greif einfach mal nur an, dann probiere ich einfach mal durch. Ja, jedenfalls habe ich das Gefühl, weil Deus in seiner geschwächten Form, also wenn man die Kugeln loslässt, lässt er seine beiden Spielzeugengel. Endlich mal gescheiter Schaden. Lässt er sie ja quasi direkt los. Ich habe falsche Fähigkeit gerade angesetzt, weil ich vergessen habe, dass ich den Deathblower 1 ausgerüstet habe. Na ja, komm, hier lade ich nochmal eins auf. Und dann macht er ja im Prinzip nur noch kein Kamehameha. Ach du Scheiße! Ich würde an und für sich ganz gerne eine gewisse Mindest-HP-Anzahl behalten. Einfach aus... Hat er gerade verfehlt? Das war ja erbärmlich. Na gut, ich muss nur mit einem Charakter irgendwie bis zum Ende durchhalten, bis Deus seine finale Fähigkeit... Form einsetzt und, seine finale Fähigkeit einsetzt. Und mehr wollte ich eigentlich quasi gar nicht zeigen. Oh Gott, das ist eine massive Schadensattacke auf alle. So, aber genug über den Kampf geredet, behaupte ich mal. Ich werde noch ein paar Informationen einstreuen zum Spiel, die ich jetzt in der letzten Folge nicht gegeben habe, weil... Wie gesagt, ich habe 4 Stunden an dieser Folge gearbeitet und ich vergelt's keinem. Keiner sagt irgendwas. Oh, hat so viel Arbeit gemacht. Ja, passiert. Ja, die Namens... er hat verfehlt. Wenigstens mal etwas. Die Namensgebung dieses Spiels wurde in der englischen Fassung ziemlich entschärft. Beispielsweise, oder mal ein Beispiel zu nennen, die Ethos hießen in der englischen, oder in der ursprünglichen Fassung Church, also Kirche. Das war den Papst dann vielleicht zu viel und der hat dann gesagt, nee, das machen wir jetzt aber anders. Naja, nicht ganz. Ja, ansonsten vielleicht noch ein paar andere Infos zu Namen. Die Elemente, also diese 4 Mädels, die unter Karen Ramsus. Wobei Karen klingt auch irgendwie weiblich. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls unter ihm dienen. Wurden zu 50% ein bisschen anders übersetzt, benannt, im Englischen zumindest. Diese Cyborg-Mädchen, also die Blonde, heißt beispielsweise im Original nicht Tolone, sondern Throne. Also Thron. Und soll... Wo ist sie gerade dran? Ach, wo ist soll halt eine Anspielung sein an... Moment, was steht hier? Ja, ich hab's mal eine Seite offen. Wo steht's da? Sind lebende Symbole für die Gerechtigkeit und die Autorität Gottes. Und Kelvena
Also die Sailor Mercury Tusnelda, die so ähnlich aussieht, finde ich jedenfalls, soll ursprünglich ein Cherubiner heißen. Also angelehnt an den zweithöchsten der Engelschöre. Seraphim halt für Seraphim den höchsten der Engelschöre. So viel dazu. Chuchu greift wieder mal mit ihrer Arschbombe an. Ja, das ist blöd, sie kann kein Attack-Level aufbauen und sowas. Ja, deswegen Chuchu eigentlich langweilig. Aber da ich sie so mit Steroiden gefüttert habe, ist sie alle ganz gut, wenn sie dann mal richtig trifft. Gabler, also die Spezialeinheit des feindlichen Lagers, heißt im Original, soweit ich das sehen kann, Gebura oder auch Gevura. Und die Gevura ist der fünfte Sephiroth im Lebensbaum der Kabbala. Das ist übrigens das Todeszeichen der Kabbala, die ultimative Fähigkeit von Deus. Viel Spaß dabei. Und ja, Gevura ist sozusagen die linke Hand Gottes, die ja der Bestrafung von Sündern und bösen Menschen dient. Und so ähnlich. Ja, es gibt noch einige Sachen mehr, aber ob ich das jetzt hier sage, ich möchte euch kurz demonstrieren die Macht des Deus-Systems. Also rein von der Art und Weise der Darstellung und so weiter und der Länge komme ich nicht drüber hinweg, das Ganze mit Supernova von Sephiroth zu vergleichen. Zumindest so ein bisschen, auch wenn es natürlich eine andere Darstellung und so weiter ist. Aber es geht alles kaputt! Deus, du räumst jetzt dein Spiel zu weg. Nein, Mama! Ja. Wo, was? Okay, dann macht das gar nicht so viel Schaden. Moment, oder hat jeder jetzt wirklich 14.000? Wenn jeder 14.000 gekriegt hat, dann müsste Rico jetzt hinüber sein. Ist Rico hinüber? Rico ist hinüber. Halleluja. Ich gehe wieder. Moment, habe ich irgendwie... Ja, ich habe... Ich hasse die Eisen. Warum ist es so teuer? Ich habe doch nur 2000 Zeug. Na gut, dann... Wie gesagt, ich wollte ja nicht unbedingt gewinnen, sondern ich wollte einfach nur diese Fähigkeit demonstriert haben. Aber gut, der Rest geht jetzt halt noch weiter. Das heißt weiter, aber ich hau einfach weiter drauf, weil ich es kann. Moment! Chuchu hat doch eine regenerierende Fähigkeit. Oh, ich habe gehofft, dass das Vieh seine komischen Engelspielzeuge mal wieder in die Hand nimmt. Hat ja keine Hand mehr, glaube ich. So, nicht schon wieder. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Analogien, Namen und so weiter. Aber darf ich auch nochmal was machen? Das wäre sehr schön. Nein, nicht heilen. Okay, das ist quasi dann damit gelaufen, glaube ich. Machen wir ching, ching, ching. Oder habe ich jetzt hier gerade hier Stopp gefressen? So, wer ist dran? Fail. Okay, ja. Wie gesagt, ich gebe nicht auf. Außer bei Dark Souls. Tut mir leid. Aber wenn die dann wieder von hinten angeschissen kommen und mit ihren Laser-Pew-Pews rumschießen. Und schon wieder. Warum habe ich eigentlich keinen Booster mehr drin? Das würde ich jetzt gerne mal zu gerne wissen. Cosmic Crush, okay, sehen wir den auch nochmal. Mein Untergang. Ihr seht, Deus ist schwer, wenn man nicht vorbereitet ist und ihn direkt angeht. Einen letzten Endboss würdig. Ich meine, Robolus ist ja nur so, ach ja. Darf ich? Okay, Forest Dance, Restore HP. Also die Chancen bei Xenogears sind, glaube ich, höher. Also, hoch, gucken wir mal, was das heilt. Oh, Herr. Das heißt so gut wie gar nichts. Danke, Spiel. So, Booster. Mal sehen, ob wir noch was überleben. Auf Chuchu, bitte. Auf Chuchu. Oder ausweichen. Das wäre auch gut. Ich meine, das ist gut. Na gut, dann hat Chuchu halt nochmal überlebt. Oder auch nicht. Ja, ansonsten, da das sich jetzt wohl dem Ende nähert, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, das Spiel hat euch einigermaßen gefallen und so weiter. Na gut, zumindest die Story wahrscheinlich. Das war's. Final Messenger 13 wird dann mit Final Fantasy 4 PSP-Version demnächst fortfahren. Und nochmal vielen Dank fürs Zusehen und die tollen Kommentare, die ihr mir, zumindest diejenigen, die das Ding hier weitestgehend geschaut haben, mir, ja, in die Kommentare geschrieben haben. Ich glaube, so qualitativ hochwertige Sachen hatte ich noch nie gehabt in irgendeinem Projekt von mir. Bis dann, ciao.